geben unter Politikern, als jetzt schon in Bonn umherlaufen. Das hängt mit dieser komischen Sitzordnung zusammen im Parlament. Da sitzen ja vorne immer ganz wenige, dann geht es nach hinten so zu, sodass wir einfach sehr viele Hinterbänkler haben, die man nie kennt. Wir können einfach mal einen rausnehmen, einfach mal einen Test machen. Ich weiß es nicht, kennen Sie zum Beispiel den Abgeordneten Meier Dienstlagen? Der sitzt für die SPD im Bundestag. Kennen Sie nicht? Ist auch normal. Müssen Sie nicht kennen, können Sie auch gar nicht kennen, aber genau das ist sein Problem. Und während nun der Abgeordnete Meier Dienstlagen seit fast 6 Jahren zum Mutterseen allein durch Bonn strolcht, quält ihn eigentlich immer nur der Gedanke, wie erkläre ich am Wochenende meiner Frau wieder, dass das mein Beruf ist. Und so sitzt er des Öfteren, bevor er dann den Nahverkehrszug nach Dienstlagen nimmt. Meier Dienstlagen ist ja immer der Ort, nicht wahr? Der heißt nicht Meier Dienstlagen, wusste ich früher auch nicht. Müller-Remscheid zum Beispiel, nicht? Schmidt-Fockenhausen. Aus Fockenhausen, dachte ich, er heißt Fockenhausen. Sitzt er im Wartesaal des Essener Hauptbahnhofes und dringt sich ein bisschen Mut an. Herr Ober! Bring so noch mal eine Flasche hin, das sind die Spätlese! Und während er da so sitzt, hört er im Grunde jetzt schon wieder seine Frau ihn fragen. Werner, bist du schon wieder zu Hause? Ja, sicher bin ich zu Hause. Soll ich das sonst machen? Wir haben heute ein bisschen früher Schluss gemacht in Bonn. Ach so, das sagst du aber jeden Freitag, Werner. Ja, und? Die Woche war anstrengend, glaubst du es nicht? Doch, das glaube ich schon, nur ich dachte halt, dass du auch mal so hinterher so ein Bier trinken gehst mit dem Vogel. Ach was! Soll ich da mit dem Vogel ein Bier trinken gehen? Das ist mal sauf ich die Woche über schon genug. Und zweitens, ich meine, ich kann mich ja nicht aufdrängen, wenn der mich nicht einlädt oder die anderen. Und der lädt nur die ein, mit denen er per Du ist. Kann bei mir noch lange dauern. Der sagt nach 6 Jahren immer noch zu mir, Herr Abgeordneter Meier Dienstlagen. Da kommt jetzt noch Genosse Meier Dienstlagen. Dann kommt Genosse Meier. Dann kommt Meier. Dann kommt Genosse Werner, dann ist Werner. Was soll ich denn mit dem Bier trinken gehen? Da reden Sie den ganzen Abend über Politik. Da stehe ich sowieso nichts davon. Ja, aber ich meine, der Vogel würde immerhin mal spüren, dass du Interesse an der ganzen Sache zeigst. Ich zeige kein Interesse. Muss ich mir von dir sagen lassen. Unverschämtheit. Herr Ober, wie schaust du jetzt hier aus, Mensch? Wissen Sie, wer ich bin? Werde ich gerade Ihnen sagen. Unverschämtheit. Dass mich die ganze Zeit von meiner Frau blöd anreden lassen. Ich zeige kein Interesse. Seit Jahren melde ich mich für eine Zwischenfrage. Aber die Ränger, die arrogante Sumpfkuh, konnte mich nicht leiden, habe ich nie drangenommen. Ich war dreimal ihre Sprechstunde. Der Jenniger, der hat mir versprochen, dass er mich mal dran nimmt. Weiterhin so gut mitarbeite. Zack, war weg vom Fenster. Und die neue, die wir jetzt gekriegt haben, die Süßmut, nimmt erstmal noch die Frauen dran. Herr Ober, wie schaust du denn jetzt hier aus? Ich bin MdB, du Pflaume. Hier muss ich mich von meiner Frau an jedem Wochenende dumm anreden lassen. Letzte Woche hat sie zu mir gesagt... Also Werner, ich habe mir das jetzt nochmal so überlegt. Ich meine, wenn du im Bundestag nicht mitkommst, dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, wir hätten nicht erst mal den Landtag getan. Sie wollen doch, dass ich in den Bundestag gehe. 6.000 Mark waren damals viel Geld. Alternative wäre Sonderschullehrer gewesen. Oma! Bring mal jetzt eine Flasche in der City Mansion und mal Feuer! Du Knallkopf, du! Ich krieg nichts mehr, das wüsste ich aber!
Ich meine, es ist nicht so, dass ich nichts geleistet hätte. Ohne meine kleine Anfrage wäre der Euro-Tankdeckel nie aufs Tapet gekommen. Frühestens 1998 sollte dafür damals sogar als Belohnung in den Verkehrsausschuss gewählt werden. Bin ich am Abend vor lauter Freude mit 120 durch die Bonner Innenstadt gebrettert. Haben mir die Genossenschweine hinterher vorgeworfen, ich wäre ohne Katalysator gefahren. Hat der Katschmarek aus Hagen-Haspe den Job gekriegt. Am liebsten würde ich abhauen. Aber der Vogel lässt im Moment keinen raus. Der braucht jeden Mann, sagt er. Da haben sie mich schon wieder auf den 12. Listenplatz geschrieben. Das heißt, ich bin das nächste Mal wieder drin in der Mühle. Meine einzige Chance ist im Grunde die Quotierung. Gut, dass ich damals in Münster dafür gestimmt habe auf dem Parteitag. Erst wollte ich nicht, da habe ich gesagt, na, stimmst du mal dafür, vielleicht kannst du es mal gebrauchen. Ich werde dem Vogel einen Brief schreiben, sehr geehrter Herr Klassenleiter. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Ab dem nächsten Jahr übernimmt meine Frau den Job. Sie war 12 Jahre im Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen. Das muss doch reichen als Ausbildung, oder? Weiß ich eh alles besser. Herr Ober, jetzt bringt doch mal eine Flasche in der City, Mensch! Weiß, wer ich bin? Da brauchst du mal ein Bundestagsmandat. Kannst du haben? Ja, TÜV drauf. Weiß, wer? Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich noch über den Parlamentarier-Austauschdienst ein Jahr nach Albanien melde. Verstehe ich zwar auch nichts, aber da muss ich nicht jeden Freitag nach Hause fahren. Da reicht so ein Nebel oder kein Kerosin, da unten klappt doch nichts. Da oben, jetzt bring doch mal eine Flasche, Mensch! Meier Dienstwagen! MDB! Ich bin der Vorsitzende von den anonymen Alkoholikern in Bonn. Der größte Ausschuss. Oder ich melde mich in die DDR, ins neue Parlament. Da wäre ich sofort Klassenbester. Bis die Geschäftsordnung kapiert haben, habe ich schon längst meine zweite kleine Anfrage formuliert. In der City, Mensch! Geh so lang mal raus! Wo ist denn hier überhaupt das Damenklo?